Guck mal kurz, was wir hier noch so eingetragen hatten, hier hinten. Ich sage, wir gehen mal dahinter. Oder fahren mit dem Boot mal dahinter. Und holen uns das Geheimnis. Vielleicht finden wir unterwegs noch Boot-Upgrades. Hatten wir hier schon welche gefunden? Holen uns die Geheimnisse unterwegs, wenn wir welche finden, und die Vorratskiste. Ich hoffe, wir werden in dieser Geschichte ein Happy End haben. Kurz mal orientieren. Oh, wir fahren schon falsch. Nein, wir fahren. Orientierung. Orientierung ist weg. Lost. War das denn? Zeig's mir das. Okay, Upgrade gefunden. Da oben ist was rot. Ich glaube, da war das, oder? Aber so richtig gut. Wo ist das Bootsupgrade? Ach, das ist noch ein bisschen. Geradeaus. Da ist es, glaube ich. Ja, ist bestimmt geradeaus ein Monument. Oh, ich habe noch eine Kreatur gefunden. Der Wahl. Hier müssen wir hoch, glaube ich. Wir entdecken gerade hier Wal, Delfin und oh, ein Rochen. Ich weiß nicht, sollten wir mal kurz zu dem Monument fahren? Oder gehen wir erst? Wir gehen erst hier hin. Ich glaube, man kann sich in dieser Welt so verlieren. Wildeis Hotel. Wildüse? Wildüse? Ich muss sagen, das Spiel ist. Ich kann es nur immer wieder in jeder Folge sagen. Das Spiel ist so schön optisch. So, so, so schön. Ich gehe kurz hier hinten gucken. Nicht, dass ich hier irgendwas Wichtiges verpasse. Vielleicht kann ich hier auch noch mal kurz mit meinem Teleskop schauen. Wenn das mal kein Monument ist. Teleskopmäßig gab es hier nichts Neues. Dann ab weiter nach oben. Sieht aus wie ganz viele Einschusslöcher. Ah, hier Krieg? Also, bisher dachte ich, es war eher eine Naturkatastrophe, was ja dazu geführt hat, dass die Stadt so aussieht, wie sie aussieht. Da ist nichts. Ich dachte, wir kommen da wieder zu irgendeinem Geheimnis. Hier ist ein Rohr nach oben. Gucken kurz wieder durch unser Teleskop.
Vielleicht finde ich dann direkt was, wo wir als nächstes hin können. Ja, zum Beispiel. Der zählt sogar als Kreatur und den habe ich jetzt erst. Er hat mir den Weg gezeigt. Mal wieder, glaube ich. Ja. Hochwasser. Also bei den Kreaturen haben wir auf jeden Fall schon 6 von 8. Das geht zügig. So, und jetzt gehen wir kurz nochmal hinten um die Ecke gucken. Da war nämlich, glaube ich, nochmal ein Weg nach unten. Vielleicht gibt es da auch noch was zu entdecken. Und dann haben wir ja hier das Rohr bis ganz nach oben. Und es fehlt hier ein Stück Mauer. Was ist das da eigentlich? Sieht aus wie eine Brücke. Oh, ich glaube, hier werden wir einfach auch... Nee, das ist was anderes hier. Das ist noch ein Geheimnis. Gut, dass wir hier lang gegangen sind. Wie kommen wir runter? Ist da auch noch ein Geheimnis? Die muss ganz üble Brandblasen haben, die Gute. Hier nicht. Der Wind hier die ganze Zeit pustet. Jetzt immer wieder. Oh, da ist. Noch ein Geheimnis. Wir sind eine Etage tiefer. Ich dachte gerade schon, hier waren wir doch gerade. Ja, aber wir müssen hinten wieder hoch. Dann gehen wir jetzt hinten zu unserem Rohr. Und dann gehen wir wieder um das Haus rum zu dem anderen Rohr. Und dann sind wir hoffentlich oben. Riesenrad. Aber da ist nichts. Ich habe das Gefühl, hier muss doch auch noch irgendwas sein bei diesem umgestürzten Ölturm. Aber anscheinend ist da wirklich nichts. So, hier war unser Rohr. Hier müssen wir wieder rüber. Und nach vorne zum Rohr. Dann sind wir dann schon ganz oben. Dann müssen wir noch höher. Okay, ein kleines bisschen noch. Aber wie immer,
Wir gehen kurz gucken. Wenn wir schon hier sind, okay, ist aber kein Geheimnis. Dann gehen wir hoch. Vorne war, glaube ich, ein Stück Wand rausgebrochen. Da. Da müssen wir dann hoch. Sonst wäre es da nämlich nicht rot. Wir haben gelernt, der Kantenmaler in diesem Spiel ist, hat keine gelbe Farbe, sondern rote Blümchen für uns. Aber da war auch nichts hin. Ich wollte mich nicht verstecken. Wir schauen. Hier geht's nicht rum. Jetzt müssen wir aber drüben. Nee, hier müssen wir dann hoch. Und hier können wir auch hoch. Wo gehen wir jetzt? Hier ist rot. Das heißt, dort müssen wir storytechnisch lang, glaube ich. Dann gehen wir erstmal hier hoch gucken. Und finden vielleicht noch. Okay, hier kann man, glaube ich, nur runtergehen. Irgendwie, sie geht nicht weiter hoch. Okay. Kann ich. Dann gehen wir doch hier hinten hoch. Wie gesagt, vielleicht ist das einfach nur noch ein Abgang. Scheint auch nur ein. Ja, hier geht es auch nur runter. Neun von 60 Stadtgeschichtsteil. Ich glaube, hier piept es immer so ein bisschen. So. Es klirrt so ein bisschen. Weil wir in der Vorratskiste nahe sind. Da lang. Und hoch. Ja. Ich hoffe, hier ist jetzt das Trinken drin. Aber ich glaube schon. Ich glaube, es ist egal, in welcher Reihenfolge man die Kisten holt. Es ist immer genau das drin, was wir brauchen. Jetzt haben wir schon zwei Wassermänner. Okay, was dürfen wir diesmal essen? Okay, Chaco braucht was zu essen. Und ich muss, ich weiß nicht so richtig, soll das bedeuten, also ja, die Mutter ist tot. Soll es bedeuten, der Vater fing an zu trinken, weil dann hier, ne? Und die Kinder waren auf sich allein gestellt oder hat er sich vergiftet?
Ich glaube, das erfahren wir im nächsten Story-Teil, oder? Schaut mal, nur noch 2 Kreaturen fehlen uns. Und die Geschichte der Stadt, da haben wir auch 1, 2 Sachen, glaube ich, jetzt aufgedeckt gehabt. Aber es war noch nicht die Welt. Okay, wir gucken weiter. Ich bin sehr gespannt. Falsche Taste. Wir gucken mal. Haben wir noch eine Vorratskiste eingezeichnet? Nein. Wie wär's, wenn wir da in die Richtung fahren? Da muss doch auch irgendwo eine Vorratskiste sein, oder? Ich kann es leider nicht markieren auf der Karte. Das würde mir eigentlich gefallen. Aber wir kriegen das auch so hin. Vielleicht auch nicht. Der Delfin begleitet uns wieder. Ich hoffe, wir fahren richtig. Ja, okay. Sehr gut. Wird sicher gehen. Huch. Die Prinzessin und der Golem. Oh, das ist eins der Monumente. Dass wir hier lang gefahren sind. Ich würde mal kurz gucken, ob ich hier irgendwas sehe. Bin halt ein bisschen zwischen den Häusern, ne? Das ist schwierig. Fahre ich noch richtig? Ja, ich fahre genau drauf zu. Ich würde es wundern, wenn da keine Vorratskiste ist, aber ich sehe keine rot-weißen Fetzen, ehrlich gesagt. Aber da müssen wir hoch oder hin. Hier ist zumindest eine rote Rank. Pflanze. Ah. Oh je, sie fängt auch an zu husten. Da oben waren wir ja gerade. Da wird nicht noch was sein. Das wäre ein bisschen komisch. Dahinter müssen wir irgendwann. Wir haben halt noch vieles auf der Map aufzudecken, ne? Wir fahren jetzt nur hier unten, aber es geht ja bis hier hoch. Aber vielleicht ist es gut, wenn wir erstmal die eine Ecke hier abgrasen und dann in die anderen Ecken fahren. War das jetzt eigentlich. Ach, das war das Geheimnis, was ich wollte. Muss doch irgendwo noch was sein. Ich hoffe auch nicht, dass das irgendwie unserem Bruder jetzt schadet, wenn wir uns hier Zeit lassen. Hier hinten. Mal das Monument. Die wachsame Dame. Okay, wenn wir von hier aus noch mal, ich muss noch mal kurz gucken. Es tut mir leid. Muss ja hier irgendwo, muss ja hier noch was sein.
Wir schauen. Ich glaube, das ist hier so gut wie das Ende der Map, ne? Da hinten war ja nichts mehr. Wir fahren jetzt mal hier links lang. Ist das hier auch ein Monument eigentlich? Dieses, das Gebäude, das sieht so besonders aus. Oh, da hinten ist, glaube ich, noch ein Monument, was ich gerade gesehen habe. Oh, der Rochen ist gerade über uns gesprungen. Scheint aber kein Monument zu sein hier. Wir fahren mal weiter. Ich kann gerade leider mit meinem Teleskop nichts Neues finden. Das ist ein Monument. Vorbrat. Also diese Tiere, die machen schon auch komische Geräusche, so ein bisschen, die uns hier begleiten. Bitte sei ein Monument. Juhu. Dann haben wir schon der Speer des Titanen. Dann haben wir schon die Hälfte der Monumente, glaube ich, gefunden. Genau, 4 von 8. Ich lese mal diese Übersetzung da nicht vor, weil die ist nicht so gut. Okay, aber da... Aber das ist hinten auf dem Hochhaus, ne? Das ist nicht jetzt hier vorne. Nein, kein Gewitter! Okay, das ist auf dem Hochhaus da hinten, würde ich sagen. Okay, wir fahren dorthin. Hier ist... Aber... Ah, da ist ein Geheimnis. Da fahren wir kurz ran. Hier lang. Ach, hier. Oh Gott. Ich habe nichts gesagt. Es geht natürlich hier lang. Nein, nein. Hoch, bitte. Zurück zu unserem Bötchen. Ach, wir fahren hier drüben lang. Da ist was Rotes. Das heißt, da gibt es auch was zu holen. Scheint einfacher zu sein, einfach zu schauen, wo sehe ich rote Ranken. Wo kann ich gucken gehen?
schon wieder Gewitter. Oder Unwetter. Also ich bin mir aktuell unsicher, ob das hier eine Naturkatastrophe war oder ob das menschengemacht war, was hier passiert ist. Da mussten wir ja hin. Müssen wir nur wieder den Anfangspunkt finden, wie wir hier hochkommen. Da glitzert auf jeden Fall auch schon was. Hier ist eine rote Ranke, aber hier kommen wir nicht hoch. Dunkles Domizil. War das wieder der Wassermann, der hier gerade ins Wasser gesprungen ist? Ich glaube, hier ging es ja nur in die Richtung. Leider dran hängen, weil da kannst du nicht laufen. Da ist der Wassermann. Ich hätte tatsächlich... Dann gehe ich hier hoch. Oh, ist ein Hund. Ein kleiner Hund. Okay, ist nicht lang. Oh, sie fängt an zu husten. Das gefällt mir nicht. Denn klar, sie ist den ganzen Tag im... im Wasser und sie hat nicht viel an. Kann man sich schon mal erkälten, aber ich möchte nicht, dass sie irgendwie auch krank wird oder wenn ihr Bruder gesund ist, dass er dann plötzlich sich um sie kümmern muss. Ich möchte doch ein Happy End. Er ist hier runtergesprungen, aber... Ja, ein Geheimnis. Ich meine, so richtig Verlaufene kann man sich in dem Spiel nicht. Das Spiel gibt einem schon den Weg vor, wo man hin muss. Man kann halt nur, wenn man mal links und rechts guckt, halt das ein oder andere Geheimnis entdecken.
So, da kommen wir doch bestimmt irgendwie hin. Wir nehmen mal direkt das hier mit. Es ist gerade eh nachts und dann starten wir einfach in einen neuen Tag. Wir können... Es werden immer mehr Wassermänner. Ich hoffe, dass die uns am Ende irgendwie helfen können. Also, ich hoffe natürlich nicht, dass was Schlimmes passiert, aber... Ich hoffe, sie können uns helfen. Sie wird immer mehr zum Wassermann. Okay, was braucht er diesmal? Insekten fernhalten. Ich habe mich die letzten Male schon gewundert, warum sie so grüne Hände hat. Und da dachte ich, okay, vielleicht soll das einfach nur Schmutz darstellen. Aber nein, sie wird zum Wassermann. So, die Geschichte geht weiter. Okay, er hat sich nicht umgebracht. Er betrinkt sich nur und dann hat sie, unsere Protagonistin, gesagt, es reicht. Kaputt. Und der Vater wird böse. Okay, wirklich irgendwie Unwetter, Naturkatastrophe. Und wir haben schon 4 Monumente. Sehr gut.